Meine Damen, meine Herren, ich darf Sie recht herzlich zu unserer 12. Ausstellung Rudo im Bild, links und rechts der Kanalstraße begrüßen. Besonders darf ich Herrn Bezirksstadtrat Kittner als Vertreter des Bezirksamts Neukölln, Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung von Neukölln und den Herrn Abgeordneten Gohle und soweit da, Geschäftsleitung und Mitarbeiter von der an der Kanalstraße ansässigen Firmen begrüßen. Die Vertreter der Presse, soweit sie vorhanden da sind, darf ich auch begrüßen. Ja, warum eigentlich eine Ausstellung links und rechts der Kanalstraße? Nach zwei Ausstellungen, wo wir das Thema Handwerk, wo wir uns mit dem Thema Handwerk beschäftigt hatten, zwei Ausstellungen zur städtebaulichen Entwicklung von Rudo, zum Thema Gaststätten, Schulen, Vereine, Hobby, haben wir dieses Thema gewählt, weil die Kanalstraße auch heute noch ein wichtiger Wirtschaftsstandort für Berlin und Brandenburg ist und Arbeitsplatz von Tausenden von Rudoern war und auch noch ist. Ja, was ist ansonsten unser Ziel? Unser Ziel ist es, bis zur 650-Jahr-Feier von Rudo am 4. Juni 1998 ein Vorortmuseum zu errichten, eine Heimatstube oder etwas Ähnliches, um die Entwicklung von Rudo und Umgebung dauerhaft zu dokumentieren. Sollte die Verwaltung dieses Ziel nicht nur unterstützen können, ist eigentlich auch die Wirtschaft gefragt, so etwas mit zu unterstützen. Ich würde mich freuen, wenn Herr Bezirksstadtrat Kittner noch die Grüße vom Bezirksamt Neukölln überbringen würde und die Ausstellung eröffnen würde. Vielen Dank, lieber Herr Ziemer, lieber Rudo Heimatverein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Ihnen die Grüße des Bezirksamtes Neukölln überbringen und Ihnen für diese Ausstellung alles Gute wünschen, guten Besuch und weiterhin großes Interesse bei den Medien. Als ich zugesagt hatte, das ging ja alles sehr schnell, hat dankenswerterweise der Herr Ziemer einen Kalender mir überreicht, der wohl vertrieben wird in diesem Jahr für das nächste Jahr. Und als ich ihn durchblätterte, war es für mich eigentlich eine komprimierte Zusammenfassung der Geschichte, wie sie sich entwickelt, auch in Rudo. Als erstes, glaube ich, eine der ersten Karten ist eine Karte des Kreises Teltow. Und da ist Rudo drauf, Brützel und Buko, noch im dörflichen Charakter, als Rest einer Agrargesellschaft. Und dann geht es weiter, die industrielle Entwicklung dieses Gebietes. Und Sie haben ja auch in Ihren Worten schon darauf hingewiesen, dass die Industrie im Augenblick noch der Träger der wirtschaftlichen Entwicklung in diesem Gebiet ist. Es ist eigentlich der Kalender ein Übergang, wie er sich im großen geschichtlichen Maßstab vollzieht, nämlich von der Agrargesellschaft über die Industriegesellschaft hin zur Dienstleistungsgesellschaft. Und in diesem Wandel sind wir. Ich hatte noch keine Zeit, die Ausstellung anzuschauen, aber ich habe mal ganz kurz dort vorn reingeblickt und da sah ich ein Walmesser oder ein Beil, um Wale zu zerteilen. Das war mir natürlich sehr, sehr, sehr obskur. Was hat Rudo mit Walen zu tun? Und ich habe sie gefragt und sie haben mir erklärt, dass es eine Fabrik hier gegeben hat, die Walkessel oder Kessel zur Verarbeitung von Walfleisch und Walfett hergestellt hat und damit auch alle anderen Geräte. Und dann, als ich dann rausging, sah ich noch ganz kurz den Chopper, dieses Auto, das in den 60er Jahren mal der große Renner sein sollte. So eine Art besserer Trabant, aber mit westlicher Technik. Es war damals, kann mich gut erinnern, noch ein sehr zukunftsweisendes Projekt. Leider ist daraus nichts geworden, sonst wäre Rudo und wäre möglicherweise Neukölln einer der größten Autoproduzenten in Deutschland. Das wäre schön für die Steuereinnahmen, für den Globalhaushalt 1994, 1995 und später gewesen, aber leider ist das nicht so. Mehr kann ich im Augenblick noch nicht zur Ausstellung sagen, aber es ist sicherlich sehr interessant. Und ich werde mir auch im Laufe dieses Vormittags noch das eine oder andere anschauen. Bleibt mir nur noch übrig, Herr Ziemer und Ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern, alles Gute zu wünschen und weiterhin für die Zukunft den Erfolg, den Sie angedeutet haben. Ich gehe natürlich als Verwaltung nicht gerne darauf ein, weil ich dann weiß, Geld und so. Ich darf Ihnen ja mal meine Tasche zeigen, die habe ich vorher rausgeräumt. Die finanzielle Situation des Landes Berlin und auch die finanzielle Situation Neuköllns.
Ich möchte Ihnen und allen Mitarbeitern, die ja in jahrelanger Arbeit sehr liebevoll sich des Ortsteiles Rudow annehmen, sehr herzlich danken. Und die ehrenamtliche Tätigkeit ist ja auch eine meiner Hauptaufgaben als Sozialstadtrat. Die ehrenamtliche Aufgabe ist eigentlich die Tätigkeit, von der eine Gemeinde lebt. Viel Erfolg und alles Gute in der Zukunft. Ich bedanke mich. Herr Hoffmann wollte noch einiges zu uns sagen. Lieber Herr Ziemer, liebe Mitglieder des Heimatvereines, seit über 10 Jahren, wissen Sie, bemüht sich die SPD in Rudow um sowas wie ein Kiezbewusstsein und einen Ortsbezug herzustellen. Und wir haben uns deshalb gefreut, als 1987 der Heimatverein gegründet worden ist. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen mal aus diesem Anlass heute Dankeschön zu sagen für das, was Sie getan haben, Sie und Ihre Mitglieder, und Ihnen weiterhin viel Erfolg wünschen. Als kleines Symbol unseres Dankes möchte ich Ihnen eine Vase überreichen, die vielleicht dazu geeignet ist, bei Ausstellungen Ihren Kassenbereich zu schmücken. Herr Ziemer, herzlichen Dank Ihnen und Ihren Dank weiter. Ja, ich darf Sie dann zu einem Rundgang durch die Ausstellung und zu einem Getränk, Saft oder Sekt einladen. Getränk oder Wein.
Hier durch die Ausstellung einen Eindruck gewonnen, wie sich das Industriegebiet Kanalstraße entwickelt hat. Vom ehemaligen ländlichen Gebiet mit Ritzer und Rudower Wiesen ist durch den Bau des Teltokanals und der anschließenden Parzellierung durch die Terrengesellschaft am Teltokanal die Kanalstraße mit ihrer Industrieansiedlung geworden. Die Kanalstraße ist auch heute noch einer der wichtigsten Industriestandorte von Berlin und hat eine Bedeutung auch für die Mark Brandenburg. Tausende von Rudowern haben und arbeiten heute noch bei den Firmen in der Kanalstraße. Sollte Ihnen diese Ausstellung gefallen haben, dann können wir Sie bereits heute zu unserer nächsten Ausstellung vom 30. April bis 23. Mai 1994 im Gemeinschaftshaus in der Gropiusstadt in der Lipschitzallee einladen zu der Ausstellung von der Feldflur zur Gropiusstadt. Während dieser Ausstellung wird am 7. und 8. Mai 1994 gleichzeitig die Ausstellung Hobby, Freizeit, Bürger stellen ihr Hobby dar,